Es ist endlich da. Nintendos neue Wii U-Konsole im Zombie-Pack. Ich finde allein schon das Design vom Zombie-Pack besser als das vom Pro-Pack oder vom Basic-Pack. Da hat man sich definitiv mehr Mühe gegeben. Aber auf den Inhalt kommt es an. Das Zombie Pack ist eigentlich die Limited Edition mit. Die Pro Edition mit einem kleinen, aber feinen Unterschied. Ich muss jetzt mal gucken, was das alles ist. Ah, das hier ist der Wii U Pro Controller. Den gibt's nur in der Zombie Limited Edition, nicht im Premium Pack und nicht im Basic Pack. Man kann ihn aber einzeln erwerben. Schön, das Teil. Ja, liegt gut in der Hand. Ich glaube, den werde ich lieben. Dann haben wir hier ein USB-Kabel. Oh. Jetzt interessanter. Beschreibung. Und ja, mein Cock ist groß. Und das Spiel Zombie U. In der Pro Edition bekommt ihr statt Zombie U Nintendo Land. Das ist ebenfalls ein Unterschied. Also eigentlich spart man sich vom Preis her 50 Euro, weil das Spiel allein würde ja schon 60 Euro kosten. Und ich sag mal, der ist nahezu umsonst im Zombie-Pack dabei. Es kostet nämlich 399 Euro. Und die Pro-Edition kostet 349. Stimmt, man macht sogar noch mehr Ersparnis. Netzteil natürlich, damit das gute Teil auch funktioniert. Na. Ach so. Ist hier befestigt. Fail. Ja, darüber bekommt das Ding den Saft, den es zum Leben braucht. Das bitte auch nicht falsch verstehen. So, das hier ist das Ladegerät für das Gamepad. Es gibt ja ein paar Vollpfosten, die bemängeln die Akkulaufzeit des Gamepads, berücksichtigen aber nicht, dass man es während dem Zocken aufladen kann. Also ist es scheißegal, wie lange das Teil läuft. Das hier. Oh, jetzt wird's schwierig. So, das ist die Halterung fürs Gamepad. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Das hier kann man an die Konsole befestigen, dann kann sie stehen. Gibt es ebenfalls nur in der Premium Edition und in der Limited Edition, also diese hier. Nicht im Basic Pack. HDMI-Kabel. Darüber seht ihr das dann auf eurem TV oder TV-Karte, je nachdem.
eine neue Sensorbar. Gab es auch schon bei der Wii. Ebenfalls nicht im Basic Pack enthalten, soweit ich weiß. Ja, hol mal sie da auch noch raus. Komm, du willst doch atmen. Sieht cool aus irgendwie. Fühlt sich auch neuer an einfach, vom Material her. Oder ist das fürs Gamepad? Ich weiß es nicht. Das klebt. Oh, kennt ihr dieses Gefühl? Boah, das tut so in den Händen weh. Nicht weh, aber es ist so ein unbeschreibliches, ekelhaftes Gefühl. Ah, oh, los, weg damit. Ach oh Gott, wird hier viel Müll produziert. Das ist ja normal. So, jetzt ist sie frei. Fingertupferl bleiben drauf, aber nicht lang. Kann man ja auch abputzen. Normalerweise kann man sie nur legen, aber wenn man die Limited oder Premium Edition hat, bekommt man eben noch. Wo ist es hin? Hier. Das hier. Damit kann man das gute Stück aufstellen. Hier unten, da ist dieser Gummi. Kommt da einfach rein. So, und schon kann sie stehen. Wunderbar. Das Gamepad. Fühlt sich sehr leicht an. Sehr komfortabel. Und auch sehr schön. Ja. Gefällt mir. Einige Leute sagen, das fühlt sich billig an, aber das kann ich nicht teilen. Ich weiß zwar, was sie meinen, so von den Knöpfen her und dem Gefühl, aber das ist optimal. Kann ich nichts bemängeln. Hat hier hinten neue Tasten. ZR und ZL. LR, dann Touchpad drin. Kannst du auch die Lautstärke einstellen. Für einen Kopfhörer, oh, auch cool. Das ist fürs Ladegerät, der Eingang. Das, was das da unten ist, weiß ich jetzt nicht. Schaut aus wie... Nee, keine Ahnung. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Und sonst hier der TV-Control-Taste. Power, Batterieanzeige. Zeigt auch an, wenn es leer ist. Kleine Lautsprecher. Schauen zwar klein aus, aber der Sound, der da rauskommt, soll wirklich gut sein. Home-Button natürlich. Das Design gefällt mir.
Ja, das wird wohl wirklich fürs Gamepad sein, weil es da so schön reinpasst. Hier allerdings auch. Ich denke, das wird einfach nur eine normale Halterung sein zum Abstellen. Ja. Und das hier ist halt dann das Ladegerät. Da hinten kommt es rein, da vorne steckt man es dann rein und dann wird es aufgeladen. Epic! Ich werde jetzt gleich anfangen aufzunehmen, aber ich denke nicht, dass ich alle Projekte heute starten kann, weil die Zeit einfach schon knapp ist. Spätestens am Sonntag wird alles laufen, ihr könnt euch aber auf alle Fälle auf richtig geile Sachen freuen. Und ich will jetzt auch nicht hier rumlabern, sondern ich will zocken. Deswegen, ciao.